so wie wir leben, so viele Ressourcen, wie wir brauchen, auch wenn wir kein Gift dabei freisetzen. Ja? So viel gibt es nicht in dem Raumschiff. Ja? Das Bild vom Raumschiff Erde, das ist erst so gewachsen, auch in mir, diese Begrenztheit, dass es manches gibt, das eben endlich vorhanden ist. Sei es jetzt die Menge an Kupfer zum Beispiel, ne? Aber sei es auch die Menge an nachwachsenden Bäumen, die Menge an Getreide, die es auf diesem Planeten wachsen kann. Und da ist eben der ökologische Fußabdruck Mitte der 90er Jahre von Wackernagel und Ries entwickelt, mir unglaublich zur Hilfe kommen, weil sie was ganz Einfaches machen. Sie rechnen aus, wie viel Fläche mein Lebensstil beansprucht. Ne? Was ich esse, so und so viel Kilo Kartoffeln im Jahr, das braucht eine Fläche zum Wachsen, versteht jeder. Ne? Wenn ich Milch trinke, das braucht eine Kuh, die Kuh muss wo weiden, versteht auch jeder. Ne? Wenn ich Holz brauche, braucht einen Wald, der muss wo wachsen. Und selbst wenn ich fossile Energie brauche, und wir wollen ja keinen Klimawandel hervorrufen, also müssen wir schauen, dass jedes CO2, das wir beim Verbrennen von fossilen Energie freisetzen, wird sich auf absehbare Zeit nicht vermeiden lassen, dass wir ein bisschen was freisetzen, aber das muss irgendwo anders wieder in den Kreislauf zurückkommen. Und dazu brauchen wir wieder Natur. Und da kann man wieder ausrechnen, wie viel Fläche brauche ich, damit die Tonne CO2, die ich emittiert habe, woanders wieder in Form von Wald oder Korallenriffen wieder gebunden wird. Und all diese Flächen kann man zusammenzählen und diese Flächen sind mein ökologischer Fußabdruck. Und umgekehrt weiß ich ja, wie groß die Erde ist. Das ist keine Kunst, das wissen wir schon ziemlich lang. Wir wissen auch, wie viele Menschen auf der Erde leben. Und unter meinem Verständnis von Gerechtigkeit, und das kann man dann noch sehr differenzieren und übergangsweise, aber im Endeffekt, ne, sitzen wir in einem Raumschiff und jeder Passagierin steht gleich viel von dem Raumschiff zu. Es sei denn, nicht, ihr könnt es mir weismachen, warum den Weißen mehr zustehen soll als den Schwarzen, warum den Männern mehr zustehen soll als den Frauen, den Christen mehr als den Moslems, hat man noch niemand erklären können. Also bleibt man nur, jedem steht gleich viel zu. Jetzt kenne ich, wie groß die Erde ist, dividiert es durch 7 Milliarden, sind wir jetzt, bald 8, wahrscheinlich bald 9, das erleben wir noch. Dividiere also durch 7 Milliarden und komme drauf, jeden Erdenbürger steht 1,7 Global Hektar, also 17.000 Global Quadratmeter, sagen wir. Das sind ein Quadratmeter, kennt man, wie groß das ist. 17.000 steht jeder Erdenbürgerin zur Verfügung. Der durchschnittliche Österreicher oder die Österreicherin braucht 5,3 Global Hektar. Jetzt haben wir aber gerade gesagt, fairerweise steht uns nur 1,7 zu. Das heißt, wir leben dreifach über dem fairen Anteil. Aus dieser Berechnung heraus kommt ja das heute allgemein Zitierte, nicht? Würden alle so leben wollen wie wir in Österreich? Und das täte man den Menschen ja vergönnen. Ganz selten treffe ich wem, der sagt, das ist schon gut, dass die in Afrika verhungern. Nein, nein, jeder sagt, ja, die armen Leute dort und so. Ne? Wenn sie nur ein bisschen fleißiger sind und ein bisschen weniger korrupt, dann wird das schon. Dann kann es ihnen auch gut gehen. Aber diese Rechnung ist ohne den Wirten gemacht. Denn würden die auch so leben wie wir, so ressourcenintensiv, dann bräuchten wir drei Planeten von der Qualität der Erde. Ne? Eins, zwei, drei. Und die haben wir nicht nur nicht jetzt. Das ist keine kurzzeitige Planetenshortage, wo man sagt, ah, das werden die Ingenieure schon finden. Das heißt, die haben wir eher prinzipiell und für lange Zeit nicht. Was kann jetzt jeder Einzelne dazu beitragen? Am besten morgen damit anfangen, dass wir alle gemeinsam in diese Richtung weitergehen, dass sich's ausgeht, dass nicht 2050 oder 2090 tatsächlich der große Kollaps eintritt. Ja, das ist relativ einfach. Viel einfacher, als allgemein angenommen wird. Denn bei meinem Verständnis von Fairness auf der Welt, ja, muss jeder und jede versuchen, mit ihrem fairen Anteil auszukommen. Das entspricht durchaus, wir nennen das auch den globalen kategorischen Imperativ, entspricht dem kantischen Imperativ der goldenen Regel. Ne? Versuche so zu leben, dass jeder andere auch so leben könnte. Ne? Oder in unserem Fall, ne? Meine Freiheit, am beliebigen Lebensstil zu wählen, endet dort und nur dort. Das soll man von niemandem vorschreiben. Ja? Aber die Freiheit, einen beliebigen Lebensstil zu wählen, endet dort, wo mein Lebensstil das Leben und Überleben anderer im gleichen Raumschiff unmöglich macht. Und dort sind wir heute. Ist es möglich, in unserer Welt, in Österreich, in unserer Arbeitswelt und Lebenswelt, überhaupt dieses Ziel annähernd zu erreichen? Also das Ziel von 1,7? Also ich mache ja meinen Beschluss, ethisch korrekt zu leben, nicht abhängig davon, dass alle anderen auch ethisch korrekt leben. Das war ja verrückt.
Das heißt, ich kann einmal probieren, meinen Fußabdruck zu reduzieren. Und das geht bis zu einem gewissen Maß, auf 3 global Hektar kommt man runter und alles andere geht nur gemeinsam. Das heißt, ich muss meine Mitmenschen dazu gewinnen, dass sie das auch tun und dann können wir gemeinsam den Fußabdruck reduzieren. Und die 8 Millionen in Österreich oder weiß ich nicht, 80 Millionen in Deutschland, sind die ausreichend, um alle Chinesen und alle Inder, die ja eigentlich auch unserem Lebensstil anstreben, wettzumachen sozusagen? Sehen Sie da eine Chance? Quantitativ, also mengenmäßig, ist Österreich unwichtiger als Shanghai. Das steht fest. Aber, und darauf können wir uns verlassen, die Menschen in China, die Menschen in Indien, die Menschen in Indonesien, in Malawi, in Brasilien, ja, die werden kopieren, wenn wir was Gescheites vormachen. Die haben zuerst mit Bravour die Schweizer Uhren kopiert, jetzt kopieren sie mit Bravour die deutschen Autos. Warum um alles in der Welt sollen die nicht kopieren, wie wir zeigen, wie man gut leben kann mit einem fairen Fußabdruck? Nur das zeigt die Wirkung. Genau die Wirkung, die wir heute katastrophal haben über alle Hollywood-Filme oder sonst was, wie denn ein gutes, unter Anführungszeichen, Leben ausschauen soll. Ne? Dicke Autos, große Villen, private Swimmingpools und so ein Unsinn. Ja? Den kann es nicht geben. Ja? Sondern gutes Leben, Zeit für alles, was uns eigentlich wichtig ist. Denn nur der ökologische Fußabdruck, der Energieverbrauch, der Treibhauseffekt, der muss sinken, wachsen kann. Zufriedenheit, Wissen, Weisheit, Zeit für Freunde, Zeit für sich selbst, Zeit fürs gute Leben, besserer Sex, alles kann wachsen. Nur nicht die Inanspruchnahme der Welt. Und plötzlich müssen wir uns klar werden, da müssen wir viel verändern. Also ich kann nicht die Gesellschaft gleich lassen mit dem gleichen Wirtschaftsmechanismus, der gleichen Politik und nur sagen, der Fußabdruck muss reduziert werden. Das geht sicher nicht. Wir können sagen, wir wollen anders leben, gemeinsam und in Frieden. Und wenn wir nachdenken, kommen wir drauf, es gibt keine Alternative, wenn wir Frieden wollen.